Junge, Junge. Einfach nur so drei dicke Knoblauchzellen hier drin. Und das ist auch mal disziplinieren, durchziehen. Vielleicht die russische Zeitung Novaya Gazette. Eine der wenigen Zeitungen, die sich in Russland noch gegen den Kreml stellen und sich selbst als unabhängig bezeichnen. Sie werden gleich noch zu der Beerdigung des gerade getöteten Kreml-Kritikers Nemso gehen und wir werden gleich Eindrücke bekommen und werden diese später in einem Artikel verfassen, den wir auch online stellen werden als exklusiven Inhalt auf der Website. Буду бегать, Das wurde nicht veröffentlicht damals. Da arbeiten die Kollegen, aber ihren Arbeitsplatz. Цветы это была акция Amnesty International, это акция солидарности, то есть разные медиа. Maybe first you could introduce yourself and the institution we are in and what you're doing. Well, I'm Denis Volkov. I work as a sociologist at the Public Development Department at Nevada Center. And well, Nevada Center has a long history, more than 25 years. And the team. Ja, wie lange bist du für deine Bachelorarbeit in der Schweiz? Die Menschen gehen ständig vorbei und die Kirche irgendwo ballen. Ja, aber ich habe gefragt, Ministerium Kultur. Ich generell Kulturen, andere Kulturen immer sehr gerne aus. Oder kennenlernen. Also. Конкурс журналистские среди молодежи и получили
качестве приза от журнала «Шпигин» эту повестку. И мы очень рады, что у вас идея. Украина из Раша, да. Украина из Раша, под Косово, из Сербии. The Western news, they say that we invaded Ukraine, that the Russian troops everywhere, they want to review the Soviet Union, but it's not true. Mm-hmm. No Russian troops. Mm-hmm. Trotz des Hitlerkrieges gegen die Sowjetunion, der nicht mehr. Mensch, ja, das musst du alles am Wochenende lesen. Ja. Сейчас, пять 10 минут. Окей, все, давай, отлично. Да, kommt es aber nirgendwo online. Doch, klar. Germany. Oh, sehr gut. Hat Marc noch 500?